Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Schönen guten Abend, herzlich willkommen Auf ein Bier mit, heute Abend auch aus Holzheim. Wir sind im Adler, schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Ja, wenn Sie in den nächsten 30 Minuten ein Fachgespräch über Fußball erwarten, dann kann ich Ihnen sagen, sind Sie hier falsch. Wenn Sie einfach einen launigen Talk zum Thema Fußball haben möchten, dann sind Sie hier richtig. Ich habe einen Fußballprofi zu Gast heute Abend, Oliver Unsöld. Herzlich willkommen. Guten Abend, sehr schön. Prost. Prost. Auch an Sie, zum Wohl. Ja. Sie haben gerade das Gesicht verzogen bei Fußballprofi. Ja, Ex. Ja, aber ja. Sie sind Profi. Wahr. Aber Sie kennen sich im Gegensatz zu mir damit aus. Das behaupten viele, ob ich es wirklich weiß, das ist die Frage. Also, ja. Mit Ihnen ging es rauf und Sie waren mit dabei in die zweite Bundesliga, Fußball SSV Ulm. Mit Ihnen ging es rauf in die erste Bundesliga. Ich finde, das zeichnet den Profi aus. Sie haben in der ersten Bundesliga gespielt. Es war in der Saison 99-2000. Also es gibt viel zu besprechen. Vorher würde ich Sie bitten, 20 Sekunden in diese Kamera. Oliver Unsöld, heute Abend zu Gast auf ein Bier mit. Das war schon eine geile Zeit damals beim SSV, oder? 99, 2000, als es raufging in die erste Bundesliga. Boah, ja, kann man so sagen. Das war, ich glaube, die ganze Stadt war absolut in Euphorie, in einer sogenannten Traumphase. Ich glaube, keiner hat richtig kapiert, was eigentlich gerade im Moment passiert ist. Ja, manchmal, wenn man noch zurückdenkt und mit den alten Kameraden so ein bisschen drüber flaxt und die Spielminute oder die 90. Minute hernimmt im Donaustadion, damals ausverkauft, wo der Schiedsrichter, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber abgepfiffen hat und wir uns eigentlich unglaubwürdig angeschaut haben, dann war es eigentlich schon sensationell. War eine schöne Zeit, möchte man auch nicht missen, aber ja, es war. Es war, ja, aber es war so wichtig, dass wir auf jeden Fall ein paar Minuten darüber sprechen wollen. Gerne. Welchen Moment haben Sie ganz konkret, wenn Sie an diese Zeit in der ersten Liga zurückdenken? Welchen Moment haben Sie da im Kopf? Sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Ich muss ja vielleicht ein bisschen ausholen. Natürlich werden wir immer... Ich lehne mich mal entspannt zurück. Ja, natürlich werden wir ganz oft angesprochen. Das ist das Kuriose. Ich glaube... Den Rekord, den hat jeder im Kopf. 4 rote Karten bei Hansa Rostock. Das war ein besonderes Spiel. Und dann kommt nach Rostock 4 rote Karten, kommt gleich das sensationelle Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, wo wir ganz knapp verloren haben. Ich weiß nicht mehr, wie es ausging, aber es war auf jeden Fall knapp. Irgendwie 1-9. Ich habe mich gerade schon über das Gelächter im Hintergrund gewundert. 1-9. Oh ja. Aber da muss ich wieder meinen Hut vor unseren Fans oder von damals vor dem Publikum ziehen. In der 90. Minute haben wir, glaube ich, das 1-9 gemacht. Und die haben gefeiert, als ob wir gerade das 1-0 gemacht hätten. Also das war sensationell. Also nach dem Spiel haben wir uns auch gefühlt, als ob wir gewonnen hätten. Wir haben nur die Anzeigetafel halt nicht beachtet und das war eigentlich ganz okay. Aber natürlich, was sind so Highlights als Fußballprofi? Natürlich Dortmunder Stadion, wenn man reinläuft. Und sieht die Link, man läuft links rein, schaut kurz rein nach links, da ist die Südtribüne mit 25.000 Zuschauern. Das war unser ganzes Fassungsvermögen in Ulm. Also, und wenn die mal anfangen zum Pfeifen, dann hat man auf einmal, ich glaube, er ist rechts rum, der Seidenscheidel, der war dann auch damals schon so, weil da kommt schon relativ Gegenwind auf. Aber das sind einfach Momente, wo einem nicht mehr genommen werden können. Hamburg 2-1-Sieg, dann in München gegen Bayern, ja, sensationell. Im alten Olympiastadion gespielt, ja, gegen die 60er im Olympiastadion gespielt. Da durfte ich mein einziges Bundesliga-Tor machen zum 1-0. Wie es ausgegangen ist, ist auch egal, aber das Tor habe ich gemacht. Ja, das sind so Momente, wo einen keinen mehr nehmen kann, wo auch schön ist, wo man auch noch ja, insgeheim ganz hinten auch irgendwo doch auch
ein bisschen stolz drauf ist, was man da alles erlebt hat. Ja, schon zu Recht. Ich meine, zumal es damals ja sehr schnell nach oben ging. Erst in die zweite, dann sofort weiter in die erste. Es war ja ein Durchmarsch damals. Also von daher, ich glaube, da dürfen Sie schon stolz drauf sein, auch wenn es jetzt mittlerweile doch 17 Jahre zurückliegt. Ja, war aber auch der Durchmarsch nach unten. War auch der Durchmarsch nach unten. Ja. Den wollen wir nicht verheimlichen. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn man tatsächlich dann plötzlich Profifußballer ist, plötzlich in der ersten Liga mit all den Mannschaften, die Sie gerade eben aufgezählt haben, spielt? Egal, wie man da spielt. Ja, nein, man muss erst mal dorthin kommen. Also, ja, ich glaube, einen ganz großen Anteil, ich glaube, den darf man nie vergessen, in der ganzen Geschichte hat schon Ralf Rangnick gehabt, der das Ganze so ein bisschen angefangen hat zu leben. Mhm. Ja, dann war noch ein sportlicher Leiter mit dem Rolf Zangetin, der leider dann verstorben ist. Das war schon so ein Duo, die zwei, die den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ich kann mich auch erinnern, wir waren nie so... Das können wir nachher rausschneiden. Wir waren nie so diszipliniert wie beim Herr Rangnick da. Also hier mit mal ein Bierchen trinken oder ein Radler. Das war für ihn wirklich absolutes Gift damals schon. Wenn man ihn jetzt heute sieht, er redet immer noch von Ernährung und allem drum und dran. Das war alles schon ganz gewissenhaft. Aber trotzdem ist es, wenn man dorthin kommt, man ist auf einmal Bundesliga-Profi. Wir waren ja eigentlich in der zweiten Liga. Ich kann mich noch erinnern, haben wir ein Vorbereitungsspiel gehabt in Österreich gegen GAK. Damals Trainer Klaus Augenthaler, Grazer AK. Da haben wir ein Vorbereitungsspiel gehabt, das haben wir auch knapp verloren, glaube 5-0 oder 6-0. Dann hieß es auf einmal, was wollt ihr in der zweiten Liga? Sie waren so ein Mensch der knappen Ergebnisse. Ja, genau. Wir haben es immer deutlich gemacht. Entweder so rum oder so rum. Dann hat es geheißen, was wollt ihr in der zweiten Liga? Ist ja der erste Absteiger sowieso. Mhm. Ja, und dann kommt das erste Spiel gegen Wattenscheid 09 zu Hause. Zum ersten Mal 10.000 Zuschauer, glaube ich, im Stadion. Dann war es auch noch glücklicherweise, dass ich die Ehre hatte, das erste Tor nach so vielen Jahren zu machen, 1-0. Und auf einmal ist man in so einem Trott drin. Man kann sich das nicht erklären, wie sowas funktioniert, aber man ist in einem Fahrwasser drin, das einfach nur noch sprudelt. Dann haben wir in Karlsruhe gewonnen, damals die absolute Profimannschaft mit Guido Buchwald. Dann hat man in Köln 1-1 gespielt, dann kam Bielefeld 6-2. Das waren ja alle Absteiger und wir waren auf einmal da oben. Dann haben wir gedacht, ja komm, wir müssen, wie man so schön sagt, auch heute noch, wir brauchen 40 Punkte, um nicht abzusteigen und hin und her und tralala. Ja, hätte, Fahrradkette. Wir waren natürlich brutal euphorisch, haben einfach den positiven Trend mitgenommen, sind gut aus der Rückrunde gekommen, dann hatten wir so ein kleines Tief und auf einmal waren wir wirklich zum Schluss da oben dran und haben gesagt, komm, jetzt geben wir wirklich nochmal alles. Und dann, ja, da hat, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, dann kam das Spiel gegen Greuther Fürth, da waren die Hosen ein bisschen voll. Wenn man ehrlich ist, ja, und dann haben wir auch mit dem Mannschaft spielen müssen, viele Verletzte, viele gesperrte Spieler, das war alles nicht so einfach, dann haben wir das 0-0 erkämpft und auf einmal waren wir in der ersten Liga. Aber wenn man dann sich zu Hause unterhält, dann hat man eigentlich gar nicht begriffen, damit man in der ersten Liga ist. Also vielleicht ist es auch weit hergeholt, für mich ist es was ganz Besonderes, weil ich bin in Ulm geboren, ich bin in Ulm zur Schule, ich habe mit 5 Jahren bei dem Verein angefangen zu spielen. Und auf einmal in der Stadt soll ich eigentlich erste Bundesliga spielen. Mhm. Das hat man eigentlich ja, in dem Moment nicht richtig begriffen, muss man wirklich sagen. Man hatte natürlich, ja, man sieht sich auf einer Augenhöhe mit allen anderen Profis, aber wenn man dann mal gegen die spielt, dann weiß man schon wo man herkommt und was ich für ein Profi bin und was die anderen für ein Profi ist. Aber trotzdem, wir haben dort mitgespielt, das war auch schön und war auch gut. Aber ich glaube, was uns damals ausgemacht hat, wir haben nie vergessen, wo wir herkommen. Und ich glaube, das ist auch heutzutage, egal wer Profi ist oder wer Profi werden sollte, darf man, glaube ich, nie vergessen, wo komme ich her, wer bin ich. Und vor allem, ich wollte immer in Ulm bleiben. Ich hatte damals auch noch Angebote aus anderen Erstligisten, habe dann aber gesagt, nee, ich bin Ulmer, ich bleibe Ulmer. Meine Familie kommt aus Ulm, meine Frau, meine Kinder, alles, damals noch keine Kinder, aber jetzt meine Kinder. Wir werden auf jeden Fall wieder nach Ulm kommen und ja, das ist dann schon schön. Und es war eine schöne Zeit einfach, ja. Wenn man Sie darauf anspricht, das kriegen ja jetzt alle gerade im Moment mit, dann sprudeln Sie sofort los, haben sofort alle Ergebnisse parat. Haben Sie sich die vorher nochmal angesehen oder ist das einfach noch so präsent bei Ihnen? Also ich glaube, da können Sie mich wecken, wann Sie wollen. Ich sage Ihnen sofort jedes Ergebnis. Ich sage Ihnen, welche gelbe Karte, ich sage Ihnen, welcher Torschütze, das ist bei mir... Ich weiß nichts, aber das weiß ich. Schauen Sie sich denn manchmal Aufnahmen von damals an, um nochmal irgendwie in dieses Gefühl zurückzukommen? Mein Schwiegervater, danke nochmal, Sigi, hat damals jedes Spiel, damals hieß es ja noch DSF und so, hat es dann mit Videorekorder, gab es ja die Technik von heute noch nicht so, jedes Spiel aufgenommen und Aufzeichnungen.
jetzt sind meine Kinder in einem Alter, wo sie selber Fußball spielen. Da habe ich mal gedacht, ich hole mir die Kassetten raus und zeige mal ein paar Sachen. Aber die lachen mich bloß aus und ja, na, ich lasse sie wieder, lieber wieder im Schrank drin. Warum lachen die? Weil sie sagen, sie sind besser als ich. Müssen sie erst mal den Beweis bringen und in die erste Liga kommen. Ja, in die erste Liga sind sie nicht, aber die zwei, ja, können wir auch wieder rausschneiden, die sind schon gut. Die haben was sie alles drauf. In so einer Live-Sendung rausschneiden, ja, echt fasziniert. Ja. Nee, die zwei Kleinen, die sie sagen immer, ich war der schlechteste Profi aller Zeiten. Ich saß auf der Bank. Nein, wenn wir uns ärgern. Aber nein, die zwei, die sind wirklich, ja, ich mag sie sehr gern. Das ist so ein kleines verbales, ja, fußballerische Sprache, Zweikämpfe. Und sie wissen, glaube ich, schon, dass ich mal was geschafft habe, damit sie da lang dran arbeiten müssen, um dort auch hinzukommen. Aber ja, sie müssen auch da nicht hinkommen. Sie sollen beim Spaß beim Fußball haben, das ist die eine Geschichte. Wenn sie dorthin kommen, freue ich mich umso mehr. Mhm. Aber nochmal auf Ihre Frage zu kommen, es reizt manchmal schon, die Kassette wieder rauszuholen und von damals anzuschauen. Und das Schöne ist, glaube ich, auch, da habe ich noch ein paar Kilo weniger auf den Rippen gehabt. Also, das wäre auch mal wieder schön zu sehen. Ja, vielleicht wäre das ein Anreiz, mal wieder doch den Laufschuh öfters anzuziehen. Ich möchte auf jeden Fall gleich genau da wieder anknüpfen. Aber vorher mal die Frage an Sie. Wie sehr schmerzt es Sie, wenn Sie sehen, wo die Fußballabteilung des SSV Ulm heute steht? Ja, jetzt hauen Sie die Frage raus. Das ist für mich jetzt ein ganz schweres Thema. Weil ich war ja auch mal ganz kurze Zeit noch mal Trainer bei der Regionalligamannschaft. Ja, und da lief nicht alles so, wie man sich das bildlich vorstellen kann. Also muss man schon auch fairerweise sagen. Und es wäre jetzt auch unfair, ich bin jetzt auch zu weit weg, es wäre jetzt auch unfair, gegenüber den Verantwortlichen, wo jetzt dort sind, irgendwelche Vorwürfe zu machen oder nicht, sondern man wird ja älter, man wird ja auch ein bisschen reifer. Was ich sagen kann, es ist schade, dass die Ulmer, oder mittlerweile wieder, Gott sei Dank, sind sie zumindest wieder in der Regionalliga. Ich glaube, da gehört die Mannschaft auf jeden Fall hin. Es gehört auch für die Stadt Ulm die Fußballmannschaft, meiner Meinung nach, unbedingt in die dritte Liga, wenn nicht sogar in die zweite Liga. Weil Ulm ist einfach verrückt und ist eine schöne Stadt und gehört da einfach rein. Aber wie jetzt und wie es in Zukunft in Ulm weitergehen sollte oder was die Ziele sind, da bin ich einfach zu weit weg, um da was zu sagen. Wie sind Sie denn selber Fußballprofi geworden? Das wollen Sie nicht wirklich wissen. Doch, absolut. Also angefangen habe ich mit 5 Jahren beim SSV Ulm, damals in der F-Jugend, mhm, mit dem Fußball. Die Geschichte war folgendermaßen, ich war in dem sogenannten Mutter-Kind-Turnen und dann gab es Kinderturnen. Und die war damals immer in der Spitalhochschule. War das immer. Und mein damaliger Turnlehrer hat dann immer so Übungen gemacht und die kleinen Kinder konnten es halt noch nicht so richtig und mit Bällen und allem drum und dran. Und dann kam halt so ein flapsiger Spruch vom Lehrer damals: Junge, die Halle ist dem eindeutig zu klein. Nehm den und bring den auf die Gänswiese. Die Gänswiese kennt der Ulmer. Die ist groß genug, da kann er sich austoben. Und so bin ich zum Fußball gekommen. Da hat man mich zum Fußball gebracht mit 5 Jahren. Mhm. F-Jugend? F-Jugend. Bis dahin haben wir die gleiche Karriere. Ja. Jetzt geht's gleich auseinander. Nein, dann habe ich erst mal 2 Jahre nur trainieren dürfen, weil damals gab es ja noch gar keine Bambinis, so wie es heute gibt. Und mit 7 Jahren habe ich dann endlich mal meinen Spielerpass bekommen und habe dann auch mitspielen dürfen. Ja, und dann habe ich das durchlebt bis zur A-Jugend, heutzutage U19. Bin ich die komplette Jugend in Ulm durchgegangen. Immer beim SSV? Immer beim SSV. Ich hatte einmal in der C-Jugend eine kleine Anfrage vom FC Bayern München. Und dann haben sie meine Mama angerufen, dass sie Interesse an mir hätten. Da hat sie fairerweise gesagt, ihr könnt haben, wen ihr wollt, aber nicht meinen Jungen. Mein Junge bleibt in Ulm. Dann war das somit auch geregelt. Und ja, dann hat sich die Sache erledigt, war der Olli noch wieder in Ulm. Sind Sie froh darüber, dass es so lief? Oder wären Sie damals gerne zum FC Bayern München gegangen? Ja, man spricht ja der Mama nie. Also ist alles gut, was sie gemacht hat. Ja. Ich oute mich nur ungern, aber wenn es um den FC Bayern geht, ich hätte widersprochen. Natürlich wäre das eine reizvolle Aufgabe gewesen. Ich denke, vielleicht jeder träumt vom FC Bayern München. Nein, nicht jeder. Sie nicht? Nein. Ja, dann brechen wir jetzt ab. Sind Sie Bayern-Fan? Nein. Sind Sie Bayern-Fan? Nein. Nee. Ich bin Sympathisant. Vom FC Bayern? Sind Sie ein Galbo? Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Auf ein Bier mit, heute in der Kurzform und nächste Woche sehen wir uns wieder. Was sind Sie von Fan? Dortmund. Oh, ja. Gerade eine gute Phase.
Okay, wechseln wir ganz schnell wieder aber das Thema. Aber Ulmer Trainer, Thomas Tuchel. Ja, eben. Für den habe ich immer laufen dürfen. Also Sie kennen sich? Ja, ich habe mit ihm ein Jahr zusammengespielt. Tatsächlich? Ja. Haben Sie Kontakt? Nicht mehr. Schade. Wie ist es denn mit dem damaligen Kader, also mit dem Erstligakader? Stehen Sie alle noch irgendwie im Kontakt? Ja, alle wäre übertrieben. Alle, also mit allen kriegt man nicht mehr hin. Wenn man sich sieht, manchmal zufällig, dann kommt natürlich gleich wieder das Gespräch auf. Aber es gibt einige Leute, mit denen man noch in Kontakt ist. Das heißt, Bernd Meyer, Dragan Trukulja, darf man nie vergessen. Ja, den werde ich jetzt am Sonntag wieder sehen, wenn wir ein Testspiel gegeneinander haben. Dann Sascha Rösler. Ja, wen haben wir denn noch? Janusz Gora, darf man nicht vergessen. Ja, solche, die man eigentlich, man hat eigentlich mit denen noch Kontakt, mit denen man eigentlich während der Spielzeit oder während der Trainingsphase auch relativ viel zu tun gehabt hat. Und die immer noch hier aus der Region sind. Ja. Und da hat man schon noch den einen oder anderen Kontakt. Holger Betz, ich glaube, der wird noch in 20 Jahren im Tor stehen beim SSV Ulm. Den kriegt man nie kaputt. mit dem hat man noch Kontakt. Aber jetzt mit Joachim Stadl, aber jetzt kein Kontakt mehr mit, ja, mit Helgi Kollwitz. Und also da ist weniger Kontakt da. Oder Uwe Grauer und die Spieler. Hans van der Haag, kein Kontakt mehr. Da besteht nichts mehr. Sie hatten vorher Ralf Rangnick angesprochen. Sind Sie noch im Kontakt? Ja. Wie beobachten Sie das, was da im Moment passiert? Ja, was heißt im Moment passiert? Ich möchte jetzt nicht zu hoch loben an Ralf Rangnick, aber ich glaube, dort, wo Ralf Rangnick ist, ist Erfolg. Hm. Und ich glaube, das zeichnet sich ihn aus. Und das hat er bis jetzt überall bewiesen, egal wo er war. Ich kann jetzt noch mal eine Geschichte sagen. Ich habe ihn schon als E-Jugendtrainer gehabt. Da war er selber Spieler beim SSV Ulm. Da war ich E-Jugendspieler, da war er schon mein Trainer. Also, und da habe ich erst gestern wieder ein Mannschaftsbild rausgeholt und haben uns kaputt gelacht, wie wir damals aussahen. Ja. Ja, irgendwas macht er schon richtig, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Das Buch hätte ich auch mal gern, was er da gelesen hat. Sie haben sich dann, wir müssen jetzt leider mal so ein bisschen vorwärts kommen, ja, noch, weil sonst können wir über nichts anderes mehr sprechen. Sie haben sich dann irgendwann, also für Sie ging es noch weiter, nach Fürth beispielsweise, aber Sie haben sich irgendwann mit 30 aus dem aktiven Fußball verabschiedet. Und das überrascht wahrscheinlich viele, für einen komplett anderen Weg entschieden und haben dann, nachdem sie Profifußballer waren, eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann. Wieso das? Ja, jeder Fußballprofi macht Versicherungskaufmann. Da habe ich gedacht, mache ich das auch mal. Nein, es hat mehrere Gründe. Erstens, man kommt ins Alter und ich habe es, glaube ich, vorher schon mal erwähnt. Man darf nie vergessen, wo komme ich her. Und zu der Zeit, wo wir damals auch Fußball gespielt haben, waren noch nicht diese Summen im Raum gestanden, wie heutzutage im Raum stehen. Ja, und man hat irgendwann mal auch die Verantwortung gegenüber einer Familie. Und die Phase war bei mir so, ich habe bei den Sportfreunden Siegen gespielt, hatte noch einen gültigen Vertrag. Meine Frau ist gebürtige Ulmer, so wie ich auch, wie kann es auch anders sein. Unser Sohn war gerade ein Jahr alt und Siegen, bitte verzeiht mir, eine wunderschöne Stadt, aber nichts für uns Ulmer. Es geht gar nicht. Im Westen, im Westerwald. Greifen Sie ruhig zu, wenn Sie möchten. Ja, ja, damit ich noch eine bessere Figur bekomme. dann haben wir uns doch entschieden, oder meine Frau war klar, hier bleibe ich keine Stunde länger in Siegen. Ein Jahr reicht und nie mehr wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist die Alternative? Sie ist auf jeden Fall wieder zurück nach Untereichingen ins Haus. Dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt hier oben alleine? Habe ich auch nicht so die große Lust. Dann habe ich mich mal ein bisschen erkundigt, was ich dann für Möglichkeiten habe. Und dann wurde es eigentlich relativ zeitnah, dass ich damals bei Olympia Laupheim eine Ausbildungsstelle bekomme zum Versicherungskaufmann und dort noch nebenher ein bisschen Fußball spiele. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Dann bin ich in die Geschäftsstelle reingegangen zum Sportfreund Siegen und habe gesagt, Leute, ich habe nur ein Jahr Vertrag, bitte löst den Vertrag auf. Ich beende meine Karriere hiermit im Profibereich, gehe zurück für die Familie, spiele noch ein bisschen Verbandsliga und mache nochmal die Ausbildung. Nochmal 2 Jahre IHK, Versicherungskaufmann. Mein Sohn hat mich abgeholt mit einem Jahr am Schulhof. Normalerweise hole ich die Söhne ab. Da war es andersrum. War auch ein nettes Erlebnis. Aber habe mich dann dafür entschieden und bereue es auch heute keine Sekunde. Ja. Haben Sie tatsächlich auch eine Zeit lang dann in dem Beruf gearbeitet? Ich arbeite heute noch in dem Büro. Als Versicherungskaufmann. Ja. Und die ganzen Trainergeschichten, die Sie parallel machen? Ja, das sehen Sie das mal. Das kriegen Sie auch noch unter. Ja, klar.
Ich muss den Job wechseln. Ein Tag hat 36 Stunden. Wie lange muss ich zur Schule, um das auch zu machen? Zwei Jahre. Reicht. Sie kriegen Lehrzeitverkürzung 1,5. Na, sehen Sie. Morgen geht's los. Ja. Das heißt, Sie arbeiten heute noch als Versicherungskaufmann und parallel trainieren Sie 2 Fußballvereine. Der eine ist ja kein Verein. Ist ja. Ja, Mannschaften. Sagen wir 2 Fußballmannschaften. Ja. So. Wollen wir mal über die eine, die kein Verein ist, sprechen? Sehr gerne. Ich wusste bis vor dieser Sendung überhaupt nicht, dass es bei der Bundeswehr eine Fußballmannschaft gibt. Sehen Sie? Und dass die sogar richtige Turniere spielt. Ja. Und da sind Sie der Trainer. Ja. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es so dazu? Es war so, dass ich zu meiner aktiven Bundeswehrzeit, ich war SAZ-4 Soldat, von 95 bis 98, war ich schon tätig oder habe ich schon für die Bundeswehr-Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Damals unter der Wehrpflicht mit sehr vielen ehemaligen Spitzensportlern. Mhm. Da waren etliche gute Fußballer dabei, da hat man auch schon viele Spiele gehabt. Dann wurde ich Profi, die Zeit haben sie gerade alles aufgezählt. Da durfte ich dann nicht mehr spielen, da habe ich keine Freigabe bekommen vom Verein. Mhm. 2005, ein Jahr später war die Weltmeisterschaft in Deutschland, Warndorf. Da kamen dann die Trainer und die Spieler von damals, wo mich schon meine Trainer waren, auf mich zu und haben mich gefragt, kann ich mir nicht vorstellen, wieder als Wehrübender dort mitzuspielen. Man macht ja sonst auch nichts, ja. Familie ist ja auch langweilig. Dann sagt man, ja, okay, komm, ich mach das. Und man hat nicht richtig gewusst, auf was man sich einlässt. Dann hat man 2005 gespielt, dann hat man 2007 gespielt. Und so hat sich das gesteigert. Dann irgendwann war ich da aber auch, habe ich auch gemerkt, die Jungs, die werden auch nicht langsamer, die werden auch schneller. Und ich war immer ein Sprinter-Typ. Und da habe ich auch gemerkt, okay, wäre vielleicht mal auch sinnvoll, da den Schuh an den Nagel zu hängen und da aufzuhören. Dann war das auch so. Dann habe ich noch ein Abschiedsspiel bekommen hier in Eichingen. Mhm. Und dann kam es, nach dem Spiel kam der Teammanager, Stabsfeldwebel Bahne, auf mich zu und hat gefragt, Olli, kannst du dir das nicht vorstellen, mit mir zusammen als Trainer das Ding zu machen und ich als Teammanager, du als Trainer? Und da habe ich mir das überlegt und sage ich, ja, warum eigentlich nicht? Und so kam es ins Rollen und seitdem machen wir das gemeinsam. Haben uns letztes Jahr für die Weltmeisterschaft jetzt diesen Jahres qualifiziert in Deutschland, in Augustdorf. Souverän uns durchgesetzt gegen Holland, Litauen und gegen Polen. Mhm. Und sind dann jetzt im Januar waren wir auf der Weltmeisterschaft im Oman. Das heißt, Sie sind der Jogi Löw der Bundeswehr. So können wir es mal vereinfacht darstellen. Mit weniger Erfolg, ja. Naja, aber immerhin mit Erfolg. Sonst wären Sie nicht bei dieser Weltmeisterschaft gewesen. Ja. Wie ist es, wenn man mit einer Bundeswehrmannschaft bei einer Weltmeisterschaft ist? Da trifft man ja auch auf Länder, mit denen man möglicherweise den einen oder anderen Konflikt hat, abgesehen von der Fußballmannschaft. Wie funktioniert das? Wir reden ja über Sport. Mhm. Und ich glaube, wir alle, die im Sport tätig sind, können das trennen, was politisch angeht und was Sport angeht. Und ich glaube, das sollten wir auch machen. Wir dürfen nicht anfangen, das zu mischen. Und diese Weltmeisterschaften oder diese World Games, Military World Games, stehen immer unter einem Motto, Friendship through Sports. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir einfach in den Vordergrund stellen. Was in jedem eigenen Land passiert, können wir sowieso nicht beeinflussen und können wir auch nicht in 90 Minuten beeinflussen. Und von dem her brauchen wir da auch gar nicht großartig über solche Randthemen. Für uns sind es wirklich Randthemen, uns unterhalten, weil wir haben einen Auftrag, jetzt sind wir in der Bundessprache, Auftrag. Mhm. Wir haben ein Spiel zu gewinnen und egal, ob das jetzt gegen Österreich oder ob das gegen Nordkorea oder ob das dann gegen Syrien ist oder gegen USA oder gegen Kanada, das spielt im Endeffekt keine Rolle, sondern da sind wir Sportler durch und durch und wollen einfach den Erfolg haben. Und ich glaube, das ist die oberste Prämisse. Und wenn man auch sieht, jetzt auch bei der Weltmeisterschaft im Oman, da waren natürlich Konstellationen, auch wir gegen Syrien. Da hat diese politische Geschichte aber 0,0 einen Hauch von Anflug gehabt, wo man sagen muss, okay, das könnte brisant werden. Mhm. Nee, wir haben vor dem Spiel Handshakes gehabt, wir haben nach dem Spiel Handshakes gehabt, wir haben sogar dann
als Verlierer, so wie wir sind, auch fairerweise gesagt, Glückwunsch und viel Glück für das weitere Turnier. Und danach war die Sache gegessen. Wie war diese Weltmeisterschaft? Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit jetzt im Oman? Ja, keine gute. Wir sind ja ausgeschieden. Ja, nein, das kann man sich mit einer richtigen Weltmeisterschaft, also hier in Deutschland, wenn man jetzt hier, ich habe ja gesagt, wir haben in Augustdorf haben wir die Qualifikation gespielt. Ich glaube, das waren zahlende 103 Zuschauer. Mhm. Ja, und im Oman waren es jetzt beim Finale, gut, das kann vielleicht sein, weil Oman auch im Finale war, waren es 28.000 Zuschauer. Also das kann man sich, das in solchen Ländern, gerade im asiatischen Bereich oder im afrikanischen Ländern, ist der Militärsport oder die Fußballnation ganz anders aufgestellt. Weil die sehen das natürlich anders. Die sehen, wir haben mit unseren A-Nationalmannschaften wenig Chancen. Mhm. Also wollen wir uns in diesen Bereichen, Militärweltmeisterschaften, wollen wir uns natürlich nach vorne bringen. Und wenn man dann sieht, was da für Spiele zum Teil rumlaufen, wenn man dann die Transfermarktliste anschaut und die Spielerlisten anschaut, da waren da nur Vollprofis dabei. Und dann kommen wir mit unserer Bundeswehrmannschaft, wo nur Amateure dabei sind. Und ich glaube, da ist schon mal ein Riesenerfolg, dass wir überhaupt als einzige europäische Mannschaft ins Viertelfinale gekommen sind. Mhm. Und da ziehe ich auch den Hut vor der Mannschaft und bin riesig stolz auf die Jungs, damit sie das gepackt haben. Ja. Wie läuft es denn als Trainer dieser Nationalmannschaft bei der Bundeswehr? Sind Sie, ich vergleiche jetzt noch mal kurz mit Jogi Löw, sind Sie unterwegs in den unterschiedlichen Stationen der Bundeswehr und gucken, wer da wie spielt und stellen sich daraus eine Nationalmannschaft zusammen? Oder wie funktioniert das? Ja, fast. Also wir haben sogenannte Ausschreibungen über die Bundeswehr, über Internet, über die Zeitschriften, Fußballspieler gesucht. Und dann haben wir 2 bis 3 Mal solche sogenannte Sichtungslehrgänge, entweder in Warndorf oder in Köln, wo sich alle Spieler oder alle Soldaten beweisen können oder zeigen können und sich bewerben können. Der Gute, der kommt weiter, der nicht so Gute, den wünschen wir wieder eine gute Heimreise. Kommt auch weiter. Ja. Und dann formiert man eine sogenannte Mannschaft zusammenzustellen. Und da ist wirklich so, da kann einer von der Regionalliga dabei sein und es kann aber auch ein Guter aus der Bezirksliga dabei zu sein. Das Traurige ist einfach, ich habe es vorher erwähnt, mit der Wehrpflicht haben wir keine Spitzensportler mehr. Mhm. Und alle anderen müssen ihren Dienst, also wir haben auch gute Spieler drin, die locker, sage ich, locker Regionalliga spielen könnten, aber das vom Zeitlichen her gar nicht schaffen, vom Training und mit allem drunter. Die müssen dann halt leider nur Verbandsliga oder Oberliga spielen. Was macht mehr Spaß, der Job als Trainer bei dieser Bundeswehrmannschaft oder der Job als Trainer in Bullerfing? Der Job als Trainer beim SC Bullerfing mache ich ja nicht allzu lang. Wir haben ja erst im 1. Februar habe ich mit der Vorbereitung angefangen. Aber das macht schon mehr Spaß, fast täglich mit der Mannschaft arbeiten zu können. Wir trainieren auch nur 3 Mal die Woche. Aber das macht mehr Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, weil da kann ich jeden Tag irgendwo was Neues ausprobieren, was Neues testen, was Neues einfließen zu lassen, neue Sachen zu machen. Und in der Nationalmannschaft, da habe ich halt in einer kurzen Zeit, also ich sage es mal immer zwischen 3 und 5 Tagen, muss ich praktisch so viel reinholen wie mit einer Mannschaft, ja, wo ich 1 Monat vielleicht oder 2 Monate Zeit hätte. Und das ist halt manchmal schwer. Und ja, das ist das alltägliche Brot, die Arbeit im Club. Und im Club, ich glaube, das ist ja auch der Jogi Löw, der möchte lieber mit der Nationalmannschaft arbeiten, weil da hat er weniger Arbeit. Er muss nur die Spiele anschauen am Wochenende und holt sich dann die besten Spieler raus. Aber ich glaube, wie ich es erwähnt habe, die alltägliche Arbeit mit den Jungs zusammen, die besser machen zu wollen oder sie voranzubringen, das ist ja das Schöne an unserem Trainerjob, aber auch manchmal nicht so schön. Ja. Wann geht's, abschließende Frage, wann geht's mit Bullerfing in die 2. und wann in die 1. Bundesliga? Da müssen wir erstmal in die Landesliga, Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga. Das ist ein weiter Weg. Ich werde aber auf jeden Fall meinem Abteilungsleiter Bescheid sagen, dass er ein paar Sponsoren suchen soll und wahrscheinlich das Buch vom Ralf Rangnick, damit wir wissen, wie es geht. Ich sage herzlichen Dank, schön, dass Sie da gewesen sind heute Abend. Dankeschön an Sie, vielen Dank an Sie und noch einen schönen Abend. Kommende Woche sehen wir uns wieder um 19:30 hier bei RegelTV. Bis dahin, tschüss. Unterschreiben Sie mir noch einen Bierdeckel. Für meine Sammlung.
Auf ein Bier mit Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.